Ja, willkommen zurück im unordentlichsten Hotel aller Zeiten. Hier fehlt ja wirklich alles. Alle Schränke verschlossen, überall fehlt ein Emblem oder ein Schlüssel. Und wir suchen uns hier echt einen Wolf, um alles zu finden. Ja, wir sind auf der Suche nach Ray, der hier verschwunden ist. Wir müssen aber noch die Tür eintreten oder einfahren. Ich vermute mal eher einfahren. Dazu müssen wir aber erstmal hier eine neue Sprungfeder einbauen, was auch sonst hier oben. Fehlt natürlich auch noch etwas. Kriegen wir das? Viel zu dunkel, natürlich. So, was haben wir denn hier? Ein Schlossteil. Mal, können wir das hier? Nee, können wir nicht. Nein. Ich muss mal auf die Karte gucken. Ich bin hier ein bisschen verloren. Ach so, warte mal. Ah. Und wir haben ein Bild von Rays Frau wahrscheinlich. Was auch immer sie für eine Rolle spielt. Vielleicht ist sie unter den Opfern von dem Schlechter. Das kann natürlich sein. Und er will sich rächen oder... keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Ein Ordner. Oh. Oh. Okay. Und hier haben wir den Code. Die Kombination. Was wir hier eigentlich noch machen? Hier können wir, glaube ich, nichts mehr machen. So, aber wozu brauchen wir die Kombination? Warte mal, da auf keinen Fall. Dann eher hier. Nee, da fehlt ja auch noch ein Rad. Zum Schrank können wir nicht. Da kommen wir noch nicht ran. Ich höre hier immer Schritte so im Hintergrund. So, hier ist nochmal das Bild und da fehlt noch ein Stück. Kombination. Ich muss auf die Karte gucken. Ah. Okay, so. Oh nee, jetzt, ach nee, jetzt ernsthaft? Jetzt drehen sich alle wieder. Was sind solche Spiele? Weil jetzt müssen wir nur noch den hier drehen. Ja, nicht den, ja, es war klar. Ah, Glück gehabt. Ein Wimmelbild hat sich geöffnet. Ja, ich bin begeistert. So, hier ist Ben mit dem Dienstmädchen. Warum auch immer es davon Bilder gibt und seiner Untreue sozusagen. Macht man ja eigentlich nicht, schon gar nicht unter den Augen seiner Frau. Hier schon wieder die Spinne mit Partner. Ich glaube, die gründen gleich eine Familie. Kann uns aber egal sein, wir hauen hier wieder ab. So, wir brauchen noch eine Lilie, einen Zollstock und einen Lippenstift. Eine Lilie. Da. So, Lippenstift und Zollstock. Ach so, ich sammle die ganze Zeit die Teile auf, das habe ich vergessen. Ich wundere mich schon, was hier die ganze Zeit. So, hier ist der Lippenstift. Und der Zollstock. So, jetzt muss ich noch die zwei Teile finden. Hier ist noch ein Teil. Und hier. Okay, damit haben wir das Feuerzeichen, welches irgendwo hingehört. Die Garage. Ah. Na toll, was haben wir bekommen? Ein Glasschneider.
Geh mal ins Büro, dann können wir nämlich die zweite Schrankhälfte aufschneiden. Und wir haben einen Ring. Ein Ring. Ach, vielleicht dafür. Okay, was haben wir bekommen? Ein rotes Kreuz für den Verbandskasten. Na, komm auf. Kann ich Kopfschmerztabletten haben, bitte? So, wir haben einen Spreizer. Ach, guck an. Können wir hier machen? Also der wird doch wohl nicht hier. Nee, auch gewundert. So, da braucht man Licht. Ach, Moment mal, kann ich da nicht einfach Streichhölzer nehmen? Nee. Leider nicht. Ich gehe nochmal zurück. Schon wieder hier hin. Aber hier können wir nichts mehr machen. Wir haben immer noch die Krawatte. So, also wir können in der Garage was machen. Ist aber die Frage, was? So, warte, das geht nochmal auf. Aha. So, wir haben Pulverwasche. Gibt's doch jetzt gar nicht noch was. Wahrscheinlich hier für Dynamitstange. Die aufmachen, ja. Die können wir doch bestimmt hier hinlegen. Lass dir ruhig Zeit mit zurückgehen. Ich dachte eigentlich, wir machen das mit dem Auto auf, aber das ist natürlich auch eine gute Lösung. So, Ray, stopp. Okay, hier ist James. Your time has come. What the? You again. Stop messing up my plans. Ja, das war ja mal präzise Handarbeit. Warum er jetzt aber an der Hand verletzt ist, weiß ich nicht. So, hier ist natürlich mal wieder alles verschlossen. Okay, das können wir hier machen. Gruselig. Es fehlt ein Teil. Fangen bald an zu heulen. Verschlossene Röhre. Kriegen wir die irgendwie auf? Doch hier so ein Schlüssel. Natürlich nicht. Gut, was können wir denn? Fenster aufhalten. Mit der Krawatte? Also, ich frage mich echt, wozu ist die Krawatte gut? Geht nicht.
Aber die Laterne können wir nehmen. So, James lasse ich mal alleine, der blutet eh nicht so doll. Dann könnte man doch vielleicht mal hier reinleuchten. Ja, wir haben Ammoniumcarbonat. Bolzenschloss. Aha. Den können wir doch bestimmt ins Büro bringen. Und zwar... Nee. Hier. Toll, wir haben Kleber. Den Kleber braucht man auf jeden Fall unten für den Keller. Oder Abstellraum, was auch immer. Weiß nur nicht mehr, wofür genau. Irgendwas konnten wir doch hier kleben. Hier fehlt auch noch ein Teil. Aber was war denn das, was geklebt werden muss? Oder das muss geklebt werden? Pass mal auf. Ja. Oh, lecker. Und warum bitte da oben nicht? Aha. Wir haben eine Uhr gegen die andere ausgetauscht. Daraus kann ich noch etwas Nützliches machen. Mhm. Oh Gott. Nein, wir haben die Feder schon weg hier. Der Wecker ist hier ein bisschen. Hört der Wecker auch mal wieder auf? Toll, wir haben Handschuhe. Okay, der Wecker hat aufgehört, da bin ich aber froh. Ich dachte schon, ich muss das Spiel neu starten. So, was können wir denn hier machen? Ein Handschuh. Ich glaube nichts. Ne. Okay, wozu haben wir den Handschuh bekommen? Ach, vielleicht fürs Gestrüpp hier hinten. Natürlich noch eine Kiste, noch ein Schloss. Ja gut, dann machen wir uns weiter auf die Suche. Es tut mir so leid, also es sind wirklich viele Schlösser hier, muss ich echt sagen. Wir haben ein Tresorrad. Gucken wir doch mal nach, was sich im Tresor befindet. Ein Schlüssel. Mhm. So, das passt ja auf jeden Fall hier unten zu. Mosaikstück. Das Mosaikstück. Ah, hier. Lege die passenden Elemente in den inneren Kreis. Es sind jedes Mal 4 Stück. Bewege den äußeren Kreis, um ein Element in die Öffnung zum inneren Kreis zu schieben. Lege die passenden Elemente in den inneren Kreis. Aha, aha, aha. Es sind jedes Mal 4 Stück. Und von welchen Dingern reden wir? Ach so, Moment. Ah. Okay, so das erste haben wir. Jetzt die Zahlen.
Na gut, ist ja doch nicht so schwierig. So, und jetzt das Zeichen. Ich habe mich geirrt. Setze die Elemente mit den Zahlen an die richtige Stelle. Das Element leuchtet auf, wenn es richtig platziert wurde. Leere Öffnungen erweisen sich als nützliche Platzhalter. Oh Gott. Setze die Elemente mit den Zahlen an die richtige Stelle. Aha. Tu mal so, als hätte ich Ahnung. Vermute mal, die Zahlen müssen hier so wie Uhr und so. Aber wie kommen die jetzt hier rein? Was ist mit den Zeichen hier? Ach, die kommen in die Mitte, aber wie? Moment. Drehen kann ich nichts. Drehen kann ich nichts. So, das Orange-Symbol müsste ja eigentlich dann hier reinkommen. Das lässt sich nicht drehen. Das lässt sich auch nicht drehen. Müsste ja hier hin. Geht aber nicht, weil das Teil da im Weg ist. Was leuchtet nicht? Das heißt, es ist das Falsche. Aber woher soll ich denn wissen, welches Zeichen da hinkommt? Ja, das ist auch nicht richtig. Okay, wir überspringen. Ganz toll, für einen roten Kreuzkasten. Aber irgendwie ist es unheimlich mit den langen Geräuschen. Hier nochmal ran, ja, wir kommen hier nochmal ran. So, was haben wir denn? Wir haben Verband. So. Oh, unser Spiel spielt gerade ein bisschen. Ich glaube, das Spiel spielt verrückt. Ja, dann würde ich mal neu starten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es tut mir voll leid, aber ich glaube, das wollen wir uns jetzt nicht die ganze Zeit anhören. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.